Okay, heute reden wir über Cloud Atlas. Cloud Atlas ist ein Film von den Wachowski-Brüdern, die mit der Matrix-Trilogie und V wie Vendetta schon immer recht kontroverse, politisch besondere und ein bisschen sakrale oder transzendente Filme gemacht haben. Cloud Atlas setzt dem Ganzen sozusagen die Krone auf. Es gab den Roman von David Mitchell, der richtig gut ankam bei den Kritikern und uns auf eine Reise brachte durch verschiedene Epochen, die alle miteinander verknüpft sind. Den Roman habe ich nicht gelesen, deswegen werde ich einzig und allein den Film rezensieren, weil ein Film sollte natürlich auch für sich alleine stehen, ohne dass man das Hauptwerk groß in Betracht ziehen sollte. Cloud Atlas folgen wir Halle Berry und Tom Hanks in verschiedenen Zeitepochen. Die muss ich jetzt kurz ablesen, sorry. Es gibt einmal in den 1800ern, also im 19. Jahrhundert, da spielt es auf einem Boot, beziehungsweise als erstes auf einer Insel und dann sind sie auf einem Boot. Dann spielt es 1936, da geht es um Musik zum Teil. Dann geht es um, dann gibt es 1972, das ist ein Polit-Thriller. Dann spielt der Film auch noch 2012, in dem ein älterer Herr einen falschen Deal abschließt und dann in ein Altenheim gesteckt wird. Dann gibt es das 22. Jahrhundert, in dem es um die Klone geht und so weiter. Und dann gibt es noch das Jahr 2300 irgendwas, in dem es um eine postapokalyptische Zeit geht und die Menschen sehr komisch reden. Und ich habe hier ein paar Filme hingestellt, die mich insbesondere an den Film erinnern. Blade Runner wegen der Zukunftskomponente und den synthetischen Lebewesen, weil auch optisch, weil die Zukunft optisch sehr daran erinnert. Sin City wegen den vielen Geschichten, die ineinander verzweigt sind, man das allerdings erst merkt, wenn der Film einen es merken lässt. Requiem for a Dream wegen der Extravaganz und Eigenwilligkeit, die sich dieser Film an den Tag bringt. Und Inception, weil ich denke, dass der Film auf so vielen Ebenen genial ist, aber es gibt leider auch ein großes Manko an Cloud Atlas. Ich kann über die Story im Endeffekt nichts sagen. Gar nicht. Ich kann nur einfach sagen, dass diese sechs Epochen miteinander verflochten sind. Es gibt einen Prolog und einen Epilog, die das dann wunderschön für euch aufdröseln. Oder auch nicht. Kommen wir zu den Stärken von Cloud Atlas. Die schauspielerische Leistung ist überragend, das Make-up ist genial. Was ich sehr gut finde, dass mit einem immensen Cast, wie wir ihn hier haben, auch Hugh Grant und Hugo Weaving und die ganzen anderen Schauspieler, die da erwähnt werden, auch im Trailer, wie so richtig plakativ runtergenudelt wird, wie zum Beispiel im Pulp Fiction Trailer damals, kommt man im Film gar nicht so zur Geltung, weil man sie ab und zu erstmal auch gar nicht erkennt. Man erkennt sie vielleicht an der Stimme, wenn man das Original schaut, aber oft denkt man einfach, holy shit, that's it. Das finde ich sehr gut gemacht. Props zu den Make-up-Leuten und auch zu den Schauspielern, die es geschafft haben, sich in den verschiedenen Epochen gut darzustellen. Vor allem Tom Hanks hat das richtig gut hinbekommen. Dann die Visualisierung. Jede Epoche hat so ihren eigenen visuellen Stil und es gibt auch immer so kleine Nicks an die Zeiten in den Spielen. Natürlich hier in der Zukunft, da gibt es noch keine Nicks. Allerdings von den 1800ern bis 2012 hat man immer wieder hier und da so ein leichtes das kennt man so aus zeitgenössischen Medien. Die Zukunft vom Visuellen her erinnert mich, wie gesagt, sehr stark an Blade Runner und auch vielleicht ein bisschen an iRobot. Es ist gut gemacht, zweifelsohne. Es ist ein bombastisch inszenierter Film. Also es gibt epische Kamerafahrten, es gibt richtig schöne Dolly-Tracks, es gibt auch gute Steadicam-Arbeit, es ist ein wunderschöner Film eigentlich, vom Optischen her. Wo ist der Film? Und da habe ich mir, ich habe mir gedacht, bevor ich eine Rezension über diesen Film mache, muss ich mir Sekundärliteratur anschauen, also quasi andere Kritiken und so. Ich habe mir Videos angeschaut von anderen Kritiken, ich habe mir Reviews durchgelesen von anderen Kritiken und ich habe auch gemerkt, dass sich die Leute nach dem Film unterhalten haben und mit so einem großartigen What the fuck auf der Stirn. Und das ist das Problem von Cloud Atlas. Die Story ist so immens, so komplex und so überwältigend ineinander verknüpft, dass man entweder diesen Film anschaut und nach 15 Minuten sagt, fuck you! Oder dass man sich sagt so, oh
oh my god, I love this movie, I love it so much. Es gibt nur diese zwei Extreme. Bei mir war es ein Gemisch aus beiden. Ich habe noch ungefähr 80 Minuten, habe ich den Korpus des Films im Endeffekt verstanden. Was allerdings da schon ein bisschen nervig ist, dass noch weitere 80 Minuten auf mich gewartet haben. Ich habe das Prinzip des Films verstanden, man hätte jetzt rappen können. Also dieser Aha-Moment, dieser Snap, dieser The Sixth Sense-Moment war zu sagen da. Aber der Film wiederholt das immer wieder und wieder und wieder, visuell oder sei es thematisch. Alles ist miteinander verbunden. Das merkt man durch so simple Sachen wie, in der Zukunft kommt Wasser vor, dann kommt in den 70er Jahren Wasser vor. Also das ist natürlich jetzt nur ein simples Beispiel. Ich muss ein Beispiel nehmen, wo ich jetzt nicht spoiler. Der Film hat auf jeden Fall den Stempel Sophisticated Cinema verdient. So wie zum Beispiel Inception oder Requiem for a Dream. Richtig, richtig gutes Storytelling, aber das ist nicht Mainstream. Und deswegen hat der Film auch leider noch nicht so viel eingespielt und viele Kritiker verstoßen den Film, weil er sehr komplex ist und allerdings auch seine Komplexität auf eine sehr simple Art und Weise in unser Gesicht schiebt, dass man entweder sofort versteht oder man ist bis zum Ende vom Film total verwirrt. Mein Vorschlag wäre eigentlich gewesen, Cloud Atlas in eine Miniserie zu machen, wie zum Beispiel Band of Brothers. Dann hätte man 6 Episoden machen können. Und in jeder Episode hätte man sozusagen einen Zeitstrang sozusagen durchziehen können. Und am Ende wäre dem Zuschauer vielleicht auf eine andere Art und Weise der Aha-Moment gekommen. Es ist das Problem beim Medium-Kino. So wunderschön dieser Film das Kinomedium neu erfindet, ist es jedoch verwirrend ab und zu. Also ich meine, Cloud Atlas ist ein Film, wie er noch nie zuvor zu sehen war. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und wir merken auch, dass hier sehr, sehr, sehr stark auf Oscar gefischt wird. Der Film ist geradezu peinlich, wenn es darum geht, dass der Artsy-Fartsy-Druck reingeprescht werden soll. Also ich meine, okay, die Schauspieler, die machen auf jeden Fall teilweise ihre besten Rollen seit, ja, ich weiß nicht, wann war Forrest Gump? Also Tom Hanks hat meiner Meinung nach eine Oscar-Nominierung verdient. Ich denke mal, Cloud Atlas wird eine große Rolle spielen bei den nächsten Oscars. Allerdings nur bei Nominierungen. Ich glaube nicht, dass der Film großartig was gewinnen wird, denn dazu ist der Grundvibe, den dieser Film mitbringt, etwas zu diffus. Das ist überhaupt das Wort, was ich bei diesem Film gerne verwenden würde, diffus. Man weiß, was sie wollen, man versteht es und irgendwann mal sagt man, okay, ich hab's verstanden. Und jetzt habe ich noch eine Stunde. Es gibt so auch so einen roten Faden, der sich durchzieht. Zum Beispiel das Thema Liebe, das Thema Aufstand gegen das System, Rebellion. Dann gibt es Technik gegen Natur. Und deswegen verstehe ich auch, warum viele Kritiker sagen, das ist ein Orgasmus von Pathos. Und das Ganze wird zusammengestopft und uns im Endeffekt 6-mal gezeigt. Also kommen wir zum Fazit. Das ist ein bisschen schwer bei so einem Film. Aber ich kann eigentlich nur sagen, die Story ist Wahnsinn. Es sind 6 sehr simple Stories, die zusammen verbunden eine großartige darstellen. Aber der Film weiß es nicht immer ganz gut hinzubringen oder teilweise zu offensichtlich. Also es ist kein in dem Sinn super cleverer Film. Deswegen sage ich da mal 4 von 5. Die Technik, der Film ist tadellos gemacht. Die Schneiderarbeit hat mich sehr fasziniert. Da gibt es auf jeden Fall den Sieg bei den Oscars. Also Schnitt wird er auf jeden Fall abräumen. Deswegen sage ich da auch mal 5 von 5. Dann haben wir jetzt die Schauspieler, alle super stark, da kann man überhaupt nichts sagen. Da gibt es auch 5 von 5, also haben wir 14 von 15, das ist eine glatte 1 für Cloud Atlas. Aber zum Schluss muss ich halt nochmal sagen, der Film lebt und stirbt von seiner Komplexität. Das ist das große Manko an dem Film und ich hoffe, dass die Menschen, die jetzt den Film nicht so ganz blicken oder so, dass sie einfach nicht sagen, fuck this movie, it's not the Matrix. It's not like fuck. Diese Menschen wird es geben. Und es wird auch diese Menschen geben, die sagen, ah, you're infidels. You do not understand this movie. You are a bunch of lunatics. Ich würde sagen, als Mensch, der zwischen diesen beiden Extremen herumwabert, würde ich sagen, wenn ihr den Film anschauen wollt, müsst ihr alle 4 mögen. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein langes Video von mir gesehen.